in Ausbildung. Oh, ich will auf jeden Fall meine Ausbildung fertig machen. Ich will, so wie es jetzt aussieht, auch noch in dem Betrieb weitermachen, vielleicht mich fortbilden, auch schulisch. Erstmal ein paar Jahre weiter in dem Betrieb arbeiten, damit ich ein bisschen Erfahrung sammeln kann und dann ist noch nichts geplant. In einer idealen Zukunft sehe ich mich, wie es gut läuft, im Einkauf. Vielleicht auch noch einige Jahre im Verkauf natürlich. Das macht mir Spaß, aber mein Ziel wäre ganz klar der Einkauf, ja. In der idealen Zukunft sehe ich mich in einer Werkstatt, wo ich am liebsten Autos restauriere. Als selbstständiger, bekannter Firmeninhaber, der Leute einstellen kann, die mit ihm arbeiten, die mit ihm was erreichen wollen. In meiner idealen Zukunft, oh, da sehe ich mich eigentlich in 10, 20 Jahren selber irgendwo in der Firma als Ausbildungsmeister. Ich merke es jetzt selber auch in der Jungschau, mir macht es eigentlich Spaß, mit Kindern zu arbeiten oder auch mit Jugendlichen und da das eine oder andere weiterzugeben. Ehrlich gesagt möchte ich nächstes Jahr reisen gehen nach meiner Ausbildung, möchte aber auch irgendwo im Handwerk tätig sein, im Theater. Nach der Ausbildung will ich auf jeden Fall mal ein Jahr nach Amerika gehen. Und danach vielleicht den Meister machen. Eigene Familie, eigenes Haus, nette Arbeit, die mir Spaß macht auf jeden Fall. Und natürlich dementsprechend auch ein guter Verdienst, der die ganzen anderen Dinge finanziert, die ich mir wünsche. In einer idealen Zukunft habe ich ein eigenes Haus. Das ist gerade schon in der Entstehung. Habe ein paar Kinder daheim, bin aber trotzdem halbtags oder so arbeiten, habe meine Familie um mich rum und ein stabiles Arbeitsfeld. So genaue Vorstellungen habe ich eigentlich bis jetzt noch gar nicht. In einer idealen Zukunft sehe ich mich mit einem relativ schicken Auto natürlich, aber ein gesichertes Leben und ein entspanntes Leben ist mir am wichtigsten. Dass ich einfach fest im Leben stehe und ja, ich denke, Zufriedenheit ist da das Wichtigste. Wichtig ist, dass ich glücklich bin, sage ich mal, mit dem, was ich mache. Hey!